Wir haben uns lange nicht getroffen. Das stimmt. Was machst du? Ich bin auf dem Weg zur Schule. Was machst du in der Schule? Ich unterrichte Deutsch und Sport. Das ist sehr gut. Kannst du mir helfen? Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Ich möchte mein Deutsch verbessern. Aber das Thema werben habe ich nicht verstanden. Und mein Lehrer ist zwei Wochen krank. Das mache ich gern. Wir treffen uns heute Abend bei mir zu Hause. Dann erkläre ich es dir. Das ist wunderbar. Vielen Dank und bis heute Abend. Schön, dass du da bist. Komm herein. Hallo. Was machst du gerade? Wie meinst du das? Ich möchte wissen, was du gerade tust. Ich möchte wissen, was du gerade tust. Ich komme herein und ich ziehe meine Jacke aus. Ich komme herein. Und ich ziehe meine Jacke aus. Und ich rede mit dir. Ganz genau, du hast Verben benutzt. Was genau sind Verben? Verben sagen, was du tust. Verben sagen, was du tust. Sie beschreiben eine Tätigkeit. Ich verstehe. Das ist gut. Verstehen ist auch ein Verb. Das ist gut. Verstehen ist auch ein Verb. Du meinst also solche Wörter wie lachen, weinen, stehen, laufen, denken? Ja, auch hereinkommen, ausziehen, verstehen, zuhören und antworten all das was wir gerade gemacht haben aber wenn ich sage ich lernen dann ist das falsch oder aber wenn ich sage ich lernen dann ist das falsch oder Das stimmt. Das Verb verändert sich. Wie verändert es sich? Es wird an die Anzahl angepasst. Was bedeutet das? Kennst du Singular und Plural? Singular ist die Einzahl. Das bedeutet, es ist eine Person. Und im Plural sind es mehrere Personen? Ja, Plural bedeutet Mehrzahl. Aber fangen wir von vorn an. du sagtest ich lernen und ich bin mir sicher dass das falsch ist es muss heißen ich lerne es muss heißen ich lerne die meisten verben haben die endung an. Welche kennst du? Sehen, schreiben, schlafen und warten. Genau. Alle Verben mit der Endung ähn werden gleich konjugiert. Genau. Alle Verben mit der Endung ähn werden gleich konjugiert. Das bedeutet, dass das Verb angepasst wird. Und wie geht das? Fangen wir im Singular an. Das sind die Personalpronomen ich, du, er, sie und es. Das Verb lernen hat die Endung en, also lernen. Beginnen wir mit der ersten Person singular. Ich. Hier ist die Endung E. Heißt es dann ich lerne? Das stimmt. Die zweite Person singular ist du. Hier ist die Endung St. Du. Lernst. Richtig. Die dritte Person singular sind er, sie und es. Sie haben die Endung t. Er lernt, sie lernt, es lernt. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt lass uns üben. Was tue ich? Wie heißt das Verb? Trinken. Genau. Jetzt konjugiere es im Singular. Ich trinke, du trinkst, er trinkt, sie trinkt und es trinkt. Du hast alles richtig gemacht. Und noch ein letztes Wort. Gähnen, ich gähne, du gähnst, er gähnt, sie gähnt und es gähnt. Wir haben uns lange nicht getroffen. Das stimmt. Was machst du? Ich bin auf dem Weg zur Schule. Was machst du in der Schule? Ich unterrichte Deutsch und Sport. Das ist sehr gut. Kannst du mir helfen? Was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Ich möchte mein Deutsch verbessern, aber das Thema Werben habe ich nicht verstanden. Und mein Lehrer ist zwei Wochen krank. Das mache ich gern. Wir treffen uns heute Abend bei mir zu Hause. Dann erkläre ich es dir. Das ist wunderbar. Vielen Dank und bis heute Abend. Schön, dass du da bist. Komm herein. Hallo. Was machst du gerade? Wie meinst du das? Ich möchte wissen, was du gerade tust. Ich möchte wissen, was du gerade tust. Ich komme herein und ich ziehe meine Jacke aus. Ich komme herein und ich ziehe meine Jacke aus. Und ich rede mit dir. Ganz genau, du hast Verben benutzt. Was genau sind Verben? Verben sagen, was du tust. Verben sagen, was du tust. Sie beschreiben eine Tätigkeit. Ich verstehe. Das ist gut. Verstehen ist auch ein Verb. Das ist gut. Verstehen ist auch ein Verb. Du meinst also solche Wörter wie lachen, weinen, stehen, laufen, denken? Ja, auch hereinkommen, ausziehen, verstehen, zuhören und antworten all das was wir gerade gemacht haben aber wenn ich sage ich lernen dann ist das falsch oder aber wenn ich sage ich lernen dann ist das falsch oder Das stimmt. Das Verb verändert sich. Wie verändert es sich? Es wird an die Anzahl angepasst. Was bedeutet das? Kennst du Singular und Plural? Singular ist die Einzahl. Das bedeutet, es ist eine Person. Und im Plural sind es mehrere Personen? Ja, Plural bedeutet Mehrzahl. Aber fangen wir von vorn an. Du sagtest ich lernen. Und ich bin mir sicher, dass das falsch ist. Es muss heißen ich lerne. Es muss heißen ich lerne. Die meisten Verben haben die Endung an. Welche kennst du? Sehen, schreiben, schlafen und warten. Genau. Alle Verben mit der Endung ähn werden gleich konjugiert. Genau. Alle Verben mit der Endung ähn werden gleich konjugiert. Das bedeutet, dass das Verb angepasst wird. Und wie geht das? Fangen wir im Singular an. Das sind die Personalpronomen ich, du, er, sie und es. Das Verb lernen hat die Endung en, also lernen. Beginnen wir mit der ersten Person singular. Ich. Hier ist die Endung E. Heißt es dann ich lerne? Das stimmt. Die zweite Person singular ist du. Hier ist die Endung St. Du. Lernst. Richtig. Die dritte Person singular sind er, sie und es. Sie haben die Endung t. Er lernt, sie lernt, es lernt. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt lass uns üben. Was tue ich? Wie heißt das Verb? Trinken. Genau. Jetzt konjugiere es im Singular. Ich trinke, du trinkst, er trinkt, sie trinkt und es trinkt. Du hast alles richtig gemacht. Und noch ein letztes Wort. Gähnen, ich gähne, du gähnst, er gähnt, sie gähnt und es gähnt.